herzlich zur letzten Runde. Die nächsten 40 Minuten hat sich Peter Mandak bereit erklärt, einen Beitrag zu leisten. Die Technik als Unterstützung, als Entlastung der Lehrpersonen. Ich bin sehr gespannt, Peter, was du uns erzählen wirst und gebe dir die Plattform. Bühne frei, Peter, bitteschön. Herzlichen Dank. Zuerst Frage in die Runde. Ist Schweizerdeutsch für alle in Ordnung? Gut, dann würde ich gerne umschalten. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zum letzten Input von heute. Wir haben das kurzfristig organisiert und ich bin sehr glücklich, ist das zustande gekommen, weil ich habe das Gefühl, es ist auch ein bisschen beispielhaft für die ganze Situation, wo wir doch schon ein Zeit haben, dass man sehr viel auch muss improvisieren, Spontanität zeigen, Flexibilität und auch schlussendlich Initiativen ergreifen. Von dem her herzlichen Dank auch an die Organisatoren für den Anlass. Ich würde gerne gerade anfangen. Und zwar, wenn es für alle in Ordnung ist, würde ich die ganzen Etiketten gerade überspringen. Die haben wir schon in der Einführungsveranstaltung gehört. Und würde gerade loslegen. Vielleicht zuerst kurz zu mir. Mein Name ist Peter Mandak und ich habe zuerst eigentlich mal alles aufgelistet, was ich für Ämtli und Nebenämtli bei uns an der Schule habe. Und habe dann aber eigentlich überlegt, in erster Linie bin ich vor allem ein Familienvater. Und ich glaube, es gibt viele da drinnen, wo es ähnlich geht, dass im Moment die Schule sehr viel Raum einnimmt, sehr viel Zeit beansprucht und eigentlich sind wir primär immer noch auch Privatpersonen mit einem Privatleben und das lässt sich manchmal nur schwierig vereinbaren im Moment und ich möchte heute ein paar Sachen zeigen euch, wo das Technik euch vielleicht kann wieder ein bisschen Zeit zurückgeben und gleichzeitig auch, wie eben die Zeit dann kann genutzt werden, um auf der Beziehungsebene mit Lernenden zu arbeiten. Ich war vorher auch in der Session von der Lena. Herzlichen Dank übrigens für den Input. Das sehr spannend gefunden. Und ich glaube, gewisse Punkte hier haben wir die gleiche Wellenlänge und ergänzt sich die Session auch gut. Ich würde es also allen empfehlen, die nicht sind, das Video auch noch zu schauen im Nachgang. Ich bin PICTS bei uns noch an der Schule. Bin auch im Weiterbildungsbereich noch tätig für Lehrpersonen. Auch unter anderem als Praxislehrperson und ja, hat das auch mitbekommen, was da läuft, gerade als PICTS und gleichzeitig technischer Supporter ist vor allem der Anfang vom Lockdown 2020 mir noch ziemlich in den Knochen, was dort alles abgegangen ist, gleichzeitig noch Kinderbetreuung daheim. Von dem her war es eine spannende Zeit, die wir glaube ich, nicht so schnell werden vergessen. So, der Agenda von heute. Ich habe die Session in zwei Teile teilt. Ich bin aber auch gerne bereit, falls der eine Punkt ein bisschen länger mal geht, auch noch Anpassungen zu machen. Auch hier, wie gesagt, Flexibilität ist im Moment ein grosses Thema. Im ersten Teil wird es darum gehen, die aktuelle Situation mal anzuschauen. Wo kann Technik uns Lehrpersonen wirklich konkret entlasten? Ich möchte euch auch einzelne Tools mit auf den Weg geben, um mal auszuprobieren. Oder nochmal eine Chance zu geben, unter Umständen auch. Ich möchte euch Szenarien zeigen, wie das kann ablaufen kann, dass man eben nicht in die Stresssituation kommt, die auch Lena beschrieben hat, mit gleichzeitig telefonieren, eine Klasse noch im Zimmer haben. Und im zweiten Teil, dort würde ich euch gerne ein Tool konkret vorstellen, wo aus meiner Sicht eine gute Ergänzung ist, auch zu zum Beispiel Microsoft Forms, wo vielleicht einzelne von euch schon kennen. Hier geht es vor allem darum, dass Korrekturen können automatisiert werden. Vielleicht ein paar grundsätzliche Worte zum Anfang. Es sind alles subjektive Bilder, die ich habe. Das heisst, meine persönlichen Erfahrungen werden zwangsläufig auch ein bisschen abweichen vielleicht von euch. Ich glaube, wir haben aber doch einen grossen gemeinsamen Nenner in dieser ganzen Situation. Jede Schule hat andere Voraussetzungen auf der technischen Seite, das gibt es zu beachten und der Datenschutz ist leider immer noch in der Schweiz ein riesen Flickenteppich. Also tun bitte, nachdem wir das angeschaut haben, beim Ausprobieren, vor es im Unterricht machen,
haben ihr auch noch unsere schöne Schulglocke gehört. Tönt bitte unbedingt die kantonalen Vorgaben kurz konsultieren oder wendet euch allenfalls auch an den PICTS von der Schule, um das abzuklären. Für viele Ideen, die ich hier vorstelle, gibt es mehrere ähnliche Tools. Das heisst, vielleicht sind ihr eine Schule, die eher auf der Google-Seite unterwegs ist oder eher auf der Microsoft. Heutzutage sind die Programme sehr ähnlich aufgebaut und können auch ähnlich eingesetzt werden. Ich habe keinen Anspruch heute auf Vollständigkeit, sondern ich möchte vielmehr euch auf den kleinen Korb an Ideen liefern, zum weiterentwickeln und auch weiterdenken. Und dort auch das gemeinsam finde ich auch ganz ein wichtiger Punkt, dass man auch weiterhin im Austausch bleibt, auch über die Session hinaus und so vielleicht den einen oder anderen Gedankengang zusammen könnt weiterdenken. Das Ziel ist, wie gesagt, es soll inspirieren und zum Weiterdenken und Entwickeln anregen. Ich habe mir zuerst überlegt, als ich letzten Samstag gehört habe, wir machen das heute. Welche Faktoren sind im Moment erschwerend? Ich denke, da ist vor allem die Situation, dass wir parallel Präsenz-, Hybrid- und Fernunterricht haben. Gerade die, die mehrere Klassen unterrichten, die kennen das. Man muss sich jedes bei jeder Klasse wieder neu darauf einstellen, was habe ich jetzt für eine Situation. Was auch ist, sind zum Beispiel die schnell ändernden Schutzkonzepte, zum Teil, die über Nacht umgesetzt werden müssen. Man erfährt das kurzfristig oder sogar vielleicht auch erst, wenn sie eigentlich schon gelten. Man hat Auseinandersetzungen, ein Spannungsfeld von Befürwortern und Gegnern von Massnahmen auf älteren Seiten, wo man muss probieren, Kompromiss zu finden. Wir haben die Situation, dass Kinder Deep-Pooling machen müssen, je nach Kanton. Und was man da oft auch vergisst bei den Lehrpersonen, aus meiner Sicht, auch die Lehrpersonen sind Eltern, die je nachdem Kinder auch kurzfristig begleiten müssen, bei so Deep-Pooling. Gleichzeitig auch noch Quarantänesituationen vielleicht von eigenen Familienangehörigen. Also wir haben im Moment verschiedene Faktoren, die hier doch zu einer grösseren Belastung führen. Ich habe mal, und das ist jetzt nicht der Anspruch, dass ihr das alles lesen könnt, ich habe mal einfach geschaut, was sind eigentlich die Aufgaben von einer Lehrperson alles. Und wenn wir auf Google schauen, findet man eine ganze Menge von Grafiken. Ich habe hier eine mal genommen, sie ist zwar aus Deutschland, ich denke aber viele Punkte, die kann man auch hier bei uns so übernehmen, 1:1 oder ähnlich. Es fehlen sicher auch Punkte, aber man sieht schon mal, es ist eine riesen Vielfältigkeit, die unseren Beruf sicher auch spannend macht, aber in so einer Situation wie jetzt natürlich auch eine Herausforderung darstellt. Ich habe dann in einem zweiten Schritt mir einmal überlegt, ja, wo kann Technik allenfalls konkret, wo fällt mir spontan etwas ein, wo sie kann entlasten. Ich habe dort wirklich nicht lange nachgedacht, sondern einfach ziemlich aus dem Bauch aus einmal Markierungen gemacht. Gelbe Felder sind die, die im Moment ein bisschen Fokus rücken vermehrt und blau dann die, die Technik unterstützen kann. Und ohne jetzt auf Details einzugehen, welcher Punkt jetzt was ist, darum ist es auch egal, wenn es klein ist, ist für mich bewusst worden, dass ich sehr viele Punkte, die im Moment den Fokus rücken, eben auch Technik zu einer gewissen Entlastung führen und uns unterstützen kann, wenn wir wissen, wie sie einsetzen. Die Problemfelder, die ich im Moment sehe, im Hybrid- oder Fernunterricht, das sind vor allem zwei Aspekte, die zusätzlich dazukommen. Es ist Kommunikation, sehr viele verschiedene Kanäle, die man muss bewirtschaften, von Mail über Telefon. Da kommen noch vielleicht irgendwelche SMS von Eltern rein. Es ist auch irgendwo durch eine gewisse stetige Verfügbarkeit, wo man sich muss lernen abgrenzen, wo man sich muss Zeiten schaffen, wo man halt auch sagt, auch trotz allem, man ist jetzt einmal offline. Was mir persönlich sehr stark fehlt, im Moment im Präsenzunterricht genauso wie auch im Fernunterricht, ist einfach allgemein Körpersprache, wo sehr viel vermittelt wird, auch auf der Beziehungsebene. Und wir haben doch einen erhöhten Bedarf an Absprachen aus Sicht von der Lehrperson, natürlich mit Schulleitung, anderen Lehrpersonen im Unterrichtsteam, Lernende, Erziehungsberechtigte und sie haben sicher auch noch ein paar vergessen. Hier. Bei der Technik ist die Herausforderung einerseits, wenn einmal ein Problem auftaucht, dann ist es so, dass sehr schnell einmal auch die Planung ein bisschen über den Haufen geworfen werden kann, dass man vielleicht mit der Lektion nicht so durchkommt, wie man es sich gewünscht hat. Und gleichzeitig
ist natürlich auch, nein, es gibt keine Sonderangebote bei uns an der Schule, aber die Glocke ist halt immer noch so. Gleichzeitig auch eine eigene Unsicherheit mit der Technik oder vielleicht sogar eine Angst, die bei Lehrpersonen mitspielen kann, ist sicher auch bis zu einem gewissen Grad natürlich, selbst nach 2 Jahren, wo wir jetzt mit dem arbeiten. Ich habe auch mal ein bisschen zurückgeschaut, was sind die Rückmeldungen gewesen nach dem ersten Fernunterricht, den wir hatten, von Erziehungsberechtigten. Wir haben damals sowohl als Schule als auch mehr im Klassenteam eine Umfrage gemacht. Und die Punkte, die mir am meisten aufgefallen sind, sind eine klare zeitnähe und zielgerichtete Kommunikation hilft, auch Erziehungsberechtigten im Fernunterricht. Eine Rückmeldung zum Lernstand, also wo steht das Kind im Vergleich zur Klasse, hat es auch diese Aufträge erfüllt. Und das war für mich der wichtigste Punkt, wo ich wirklich mit Lernenden und sind Abschlussschüler war, also nicht unbedingt nur alles top motivierte Lernende, die frisch an unsere Schule gekommen sind, sondern die haben schon anders im Kopf gehabt, Abschlussfeste, die abgesagt worden sind und so weiter. Und trotzdem haben sie dort dann auch ganz klar gesagt, dass persönliche Gespräche in diesem Fernunterricht manchmal wichtiger gewesen sind eigentlich als der Schulstoff. Und das hat mir dort gezeigt, dass eben es sehr wichtig ist, dass man probiert, in Kontakt zu bleiben. Da komme ich gerade zur nächsten Frage. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie mache ich das? Wie kann ich mir persönlich die Zeit freischaufeln, neben allem anderen, um eben diese persönlichen Gespräche können führen? Und da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder ich mache es grundsätzlich neben dem Unterricht, in der Zeit, in der ich vorbereiten sollte oder eben auch noch private Verpflichtungen habe. Oder ich probiere, Phasen im Unterricht so zu organisieren, dass ich eigentlich während der Unterrichtszeit Gespräche führen kann. Und in diesem Punkt möchte ich euch heute ein paar Tools zeigen, wie ihr eben das machen könnt, dass es auch einen Moment gibt, wo die Lernenden nicht einfach nur abgespeisen werden und irgendwie ein bisschen im Zimmer etwas machen, sondern wo sie wirklich gezielt lernen, selbstständig lernen und ihr könnt einen Moment rausnehmen und eben auch so Einzelgespräche führen oder Gruppengespräche. Ich habe hier mal ein Beispiel gemacht von einer Doppellektion. Ich habe hier vor allem geschaut, dass man immer wieder auch gemeinsame Phasen hat, wo man sich wieder trifft. Ich habe auch geschaut, dass die Selbstlernphasen nicht allzu lang sind. Ich glaube, das ist etwas, was man auch Fernunterricht gemerkt hat, wenn man es einmal eine Stunde, zwei auf selbstständig arbeiten, dann ist das weniger effizient, als wenn man kurze Portionen macht und dann sich kurz wieder trifft. Und ganz kurz am Rand, Thomas, ich tue den Chat nicht im Auge behalten. Ich wäre froh, wenn du mir einfach zeigst, wenn etwas Wichtiges ist. Danke. Mach ich. Super, herzlichen Dank. Und ich habe jetzt hier, so wie ich es hier gemacht habe, denke ich, ist ein Grundgerüst, das man machen kann. Es geht darum, dass sie eigentlich in dieser Selbstlernphase Material bekommen, wo sie können einerseits etwas lesen, schauen. Da werde ich nachher auch noch ein paar Plattformen zeigen, die vor allem mit digitalen Medien arbeiten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das bei Lernenden sehr gut ankommt. Kombiniert auch mit einem System, wo einerseits Aufgaben können gelöst werden können, wo aber auch das System selber korrigieren. Also nicht, dass ich als Lehrperson in die Situation komme, und die sehe ich auch jetzt noch bei uns im Schulhaus, dass ich nachher von jedem Kind eine Einzelnachricht bekomme mit einem Foto von einem Arbeitsblatt und dann gehe ich korrigieren und schicke ihm das wieder zurück. Ich denke, das ist ein sehr hoher Stressfaktor und gleichzeitig verhindert es, dass ich in dieser Zeit eben könnte ein Gespräch führen könnte. Also wir brauchen Tools, die das können, die die Korrektur übernehmen, wo ich aber als Lehrperson am Schluss trotzdem noch einen Überblick habe. Und ich habe es so gemacht bei mir, dass ich jetzt in dieser Planung hier in der letzten Phase so eine Lernkontrolle, könnte man sagen, eine Formative gemacht habe. Es würde aber auch möglich sein als Alternative, dass ich das in allen 3 Stufen, Entschuldigung, in allen 3 Phasen würde machen, begleitend und laufend neue Fragen würde freischalten. Im zweiten Teil werde ich dann auch zeigen, mit einem Tool, wie das relativ einfach machbar ist. Das heisst, ich tue die Lernenden so begleiten, dass sie immer wieder Aufgaben, Fragestellungen kriegen zum Bearbeiten
und kann mich selber am Moment daraus nehmen. Da gibt es auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, wie man das umstellen kann, schlussendlich. Ich habe mir dann auch überlegt, ja, was sind so ein bisschen Voraussetzungen für so eine produktive Selbstlernphase. Und auch hier gibt es sicher noch ganz viele weitere Aspekte. Aber ganz klar ist, die Aufträge müssen klar sein und möglichst ohne Rückfragen ausgeführt werden können. Im ersten Teil, wenn ich die Aufgaben einführe, sollte eigentlich im Anschluss alles so weit klar sein, dass die Lernenden können selbstständig unterwegs sein. Die Lernenden müssen, und das hat vorhin Lena ihrem Input auch erwähnt, die Lernenden müssen mit den Ressourcen vertraut sein. Sie müssen zum Beispiel das Teams oder was auch immer für ein Lernmanagementsystem allenfalls an der Schule vorhanden ist, sie müssen das kennen. Und selbst wenn das nicht vorhanden ist, so ein Lernmanagementsystem, dann müssen sie die Plattform kennen, wo eben dann Fragen gestellt werden. Und sie müssen können einen Link irgendwie anklicken und öffnen. Das braucht es dazu. Und die Lehrperson braucht wiederum Unterstützung durch Technik, weil sie muss weiterhin können den Überblick behalten, wo ihre Lernenden unterwegs sind und wie sie auch unterwegs sind. Ich gehe nochmal schnell zurück, in einer von diesen Phasen, die zwischendrin ist, allenfalls auch korrigierend können eingreifen. Ich würde gerne heute auch nicht zu fest ins Detail gehen, dass wir Tools konkret vorstellen. Ich werde eins im zweiten Teil vorstellen, aber andere die werde ich nur anschneiden. Ich möchte aber gleich schnell euch etwas zeigen, und zwar ist das Learning Apps. Gut möglich, dass das einige von euch schon kennen. Für die es aber nicht kennen, finde ich, ist es Bereicherung. Ihr habt learningapps.org, die Webseite. Und was ich persönlich an dieser Webseite sehr toll finde, man sagt immer wieder, kreieren ist die höchste Kompetenzstufe. Und da habe nicht ich das eigentlich gemerkt, dass das etwas ist, wo eigentlich unterschätzt wird, sondern vor allem auch meine Klasse. Ich habe das so gemerkt, dass ich es für ein Biologie-Thema am Schluss so kleine Apps erstellen. Das geht sehr einfach. App erstellen. Man hat dann Vorlagen, die man nutzen kann. Das ist sicher eine bekannte Vorlage, die eigentlich alle kennen, kann man mittlerweile sagen. Ich mache daraus anhand dieser Vorlage eine neue App. Titel ein. Jetzt seht ihr, wir haben hier Spielfragen, leichte. 500. Wir haben Spielfragen, die 1000 sind, und dann wird es immer höher gehen. Und ich kann zu jeder Kategorie weitere Fragen hinzufügen und tue dann die richtige Antwort rein und dreimal eine falsche. Und wenn man das in der Klasse zusammen macht, Stichwort auch Zusammenhalt in der Klasse, dann kann man eigentlich das so organisieren, dass man eine Redaktion hat, die geben die Fragen ein. Und man hat Rechercheteams, die Fragen liefern. Und so kommt man eigentlich in einer kürzester Zeit zu einem recht grossen Spiel, zu einem Thema, das Sie als zum Beispiel auch Prüfungsvorbereitung gut nutzen können. Und warum ich eingangs gesagt habe, dass das für mich auch ein bisschen überrascht war, wie gut das funktioniert ist, ich habe von diesem System plötzlich mal an einem Wochenende Meldung bekommen, dass drei Lernende unterwegs sind auf dieser Plattform und Sachen am Machen sind. Bei denen schauen, und dann haben die eigentlich auch nicht, dass sie aufgefordert haben, für eine Lernkontrolle in einem anderen Fach angefangen, so kleine Apps zu entwickeln, die sie untereinander dann geteilt haben und so spielerisch auch zusätzlich noch den Stoff gelernt haben. Also die Plattform, die würde ich wärmstens euch empfehlen. Sie ist selbsterklärend, soweit Teil, und es braucht sehr wenig Zeit auch, um erste App können erstellen. Peter, ich nehme die Pause gerade noch schnell, um eine Frage zu streuen. Der Michael Lutz hat gefragt, ob du auch Erfahrungen hast, wo die Schüler über eine längere Zeitraum selbstständig haben müssen arbeiten und ein grösseres Lernprodukt erstellen. Aber vielleicht kommst du zu dem noch. Also, wir haben das auch gemacht. Wir haben verschiedene kleine Projekte eingeführt. Die sind meistens über eine Woche gegangen.
Meine Erfahrung bei längeren Projekten ist einfach, das ist eigentlich aus meiner Sicht nicht ein Unterschied zu dem, was ich im Unterricht erlebe. Wenn man es länger selbstständig arbeiten, braucht es oft auch wieder eine engere Betreuung, um zu schauen, dass nicht ein Teil von der Klasse plötzlich abfällt und mit dem Projekt total ins Hintertreffen gerät. Ist aber auch eine sehr gute Möglichkeit. Wir haben zum Beispiel auch im Fernunterricht gemerkt, nach ein paar Tagen schon, dass so ein gewisser Koller daheim herrscht, dass es Auflockerungsübungen braucht. Und wir haben dann angefangen, mit der Klasse zusammen so eine Wochen-Challenge zum Beispiel einzuführen. Das sind dann, das können sie in der WC-Papierkrise haben wir Jonglieren gemacht, mit WC-Papierrollen zum Beispiel. Oder wer macht den schönsten Sonntagszopf für die Familie? Da haben sie dann Fotos geschickt von ihren Produkten. Also wir haben dort dann angefangen, mit den Lernenden zusammen auch so Projekte zu entwickeln. Und ich finde, das war eine riesige Chance auch vom Fernunterricht, dass man wirklich auch können, sich vielleicht manchmal die Freiheit rausnehmen und auch mal sagen, okay, hört, wir gestalten jetzt den Fernunterricht in gewissen Punkten gemeinsam. Also von dem her, längere Projekte, auch eine sehr tolle Sache, aber es braucht auch dort einen Überblick, wie weit sind die einzelnen Gruppen. Danke für die Frage. Sind noch weitere Fragen gerade gekommen, Thomas? Nein, soweit ich sehe bis jetzt nicht. Nein, es war die gewesen. Vielen Dank. Ich war gerade ein bisschen überrascht, oder, dass man dann die WC-Rolle nimmt zum Jonglieren, oder, wo so Mangelware ist. Du musst einfach schauen, dass du es nicht kaputt machst. Genau. Ich habe auch gute Erfahrung gemacht, wenn man eben so arbeiten lässt, dass man weitere Medien herbeizieht. Hier habe ich mal probiert, euch eine Liste zu machen, wo, von Plattformen, die ich persönlich finde, die sind ist lohnenswert, die einmal anzuschauen. Teil kennt ihr vielleicht, SRF School, MySchool, Arte hat sehr gute Beiträge, Dreisat hat eine gute Mediathek. Es sind diverse Sender, die das anbieten. Memobase für die Schweiz, auch eine spannende Plattform, die ich euch empfehle, mal reinzuschauen. Und für die, die die Möglichkeit haben, auch mit Nanu-TV zu arbeiten, dort vielleicht der Hinweis, man kann YouTube-Videos importieren in Nanu-TV. Probiert auch mal, ich sage es mal so, probiert auch mal andere Links aus zu Videos von anderen Plattformen. Je nachdem habt ihr auch Möglichkeiten, andere Filme dort abzuspeichern und zu hinterlegen. Und das ist etwas, was ich auch gemerkt habe, wo man es recht gut packen kann. Einfach mal auch einen guten Film zeigen und dazu eben dann Aufgabenstellungen, wo es zum Beispiel in Fremdsprache ums Verständnis geht. Oder wo man dann nachher Verständnisfragen auch im naturwissenschaftlichen Bereich stellt. Vielleicht sogar mit einem Screenshot von einer gewissen Szene. Da kann ich nachher im zweiten Teil zeigen, wie man das machen kann. Ich habe ein paar Mal schon gesagt, man braucht auch Tools, die einem ein bisschen Korrekturarbeit kann, abnehmen. Ich habe mit Microsoft Forms gute Erfahrungen gemacht. Microsoft Forms ist für mich vor allem auch noch in einem Bereich sehr stark, wenn es darum geht, schnell in der Klasse Umfragen zu machen. Also Beispiel, wir haben eine Maskenlieferung bekommen. Ich muss wissen, wie viele Lernende das Päckchen von der Schule möchten und nicht von daheim mitnehmen. Statt dass ich da bis zur nächsten Stunde warte, dann frage und dann irgendwann bringe ich sie. Dann kann ich schnell im Klassenchat eine Umfrage machen und das anklicken und innerhalb von 5 bis 10 Minuten habe ich meistens schon das Resultat und weiss, was zu tun ist. Wir haben übrigens jetzt gerade auch die Situation gehabt, dass wir einen Klassenkonvent gehabt haben, dort ist es auch um Berufswahl gegangen. Und dann ist es vom zeitlichen Rahmen relativ knapp geworden. Ich habe es dann so gemacht, dass ich auch die Lernenden ihre Berufswünsche einmal auflisten mit so einer Umfrage und habe dann wiederum eine zweite Umfrage gemacht, wo ich die Wünsche der Lernenden im Klassenteam gezeigt habe. Und das Klassenteam konnte Kommentare dazu abgeben oder auch das beurteilen, wie das aus ihrer Sicht aussieht und eine Empfehlung für eine Anschlusslösung aussprechen. So komme ich relativ schnell an Daten an, ohne dass ich alle
Personen, die involviert sind, eben muss zusammennehmen an einen Ort. Das kann auch eine Entlastung sein, wenn ich einfach schnell muss eine Umfrage anklicken muss, statt dass ich irgend zu einem Meeting muss, wo ich je nachdem noch Termine muss schieben muss. ClassTime werde ich euch später vorstellen. Aus meiner Sicht ist ClassTime nicht eine Konkurrenz zu Microsoft Forms, sondern vielmehr eine Ergänzung und es hat auch noch mehr Möglichkeiten. Es hat viele Fragetypen, die auch das Microsoft Forms nicht hat und dort auch einen tollen Support. Wir haben Google Forms, die vermutlich auch viele kennen. Und ich habe noch weitere Plattformen, die ich auch vom Hörensagen zum Teil kennt, zum Teil selber schon reingeschaut habe, habe ich euch auch noch aufgelistet. Ich habe sie einfach extra farbig so markiert, weil ich persönlich mit denen noch nicht so gross geschafft habe und darum möchte ich es euch nicht vorenthalten, dass ihr die auch mal anschauen könnt. Es lohnt sich sicher. Ich persönlich habe noch nicht viel dazu zu sagen. Und jetzt ganz kurz ein kleiner Tipp am Rand. Das habe ich kürzlich mal gemerkt, und zwar Diktierfunktionen. Und ich habe gerade geschrieben, ja, und gebe ihr nochmal eine Chance. Früher sind Diktierfunktionen auf Smartphones oder auch auf dem Computer wirklich mehr Frust als Lust gewesen, sage ich jetzt einmal. Und ich musste feststellen, dass gerade auf dem Smartphone, ich bin jetzt auf einem Apple-Device unterwegs, ich denke, das ist aber nicht so entscheidend, habe gemerkt, dass die Diktierfunktion doch deutlich ausgereifter geworden ist und habe dann gefunden, einfach so als kleinen Tipp am Rand, ich probiere das einmal gerade aus, an einem konkreten Beispiel, so einen Text, Mail, ähnlich wie ihr es vielleicht im Moment auch etwa die mal schreiben müsst. Wie lange habe ich da überhaupt, wenn ich das schreibe? Ich habe dann auch mal für mich hochgerechnet, wie viele Mails das ich pro Woche muss versenden muss, die etwa so lang sind. Und ich habe dann schon gemerkt, dass da doch eine gewisse Zeitersparnis drin ist. Und selbst wenn ich noch ein oder andere Wort mal muss korrigieren muss, denke ich, lohnt es sich. Macht einmal den Selbstversuch und gebt so Diktierfunktionen vielleicht nochmal eine Chance. Einfach so ein kleiner Tipp zwischendurch. Allgemein Tipps, die ich gerne würde euch weitergeben würde, ist der Aufbau von einer eigenen Mediendatenbank. Egal, wo man sie jetzt macht, ob man NuTV, immer ein Word-Dokument nimmt, wo man Links rein tut von verschiedenen Filmen oder Excel-Tabellen. Es braucht Zeit. Man muss die Medien sichten und das braucht Zeit. Und darum empfehle ich, solche Fachschaften auch organisieren. Tun vielleicht das einmal bei einer Fachschaftssitzung auch ein bisschen ins Zentrum rücken, dass man dort schaut, wie kann man so eine Mediendatenbank aufbauen oder auch erneuern, wenn noch irgendwo VHS-Videokassetten rumliegen, dann ist das vielleicht etwas, wo man mal muss überdenken, ob man da neue Anschaffungen macht, auch inhaltlich, ob das vielleicht überarbeitet ist. Entschuldigung, jetzt bin ich gerascht. Dann, wo ich sehr gute Erfahrung gemacht habe, ist eben der Einsatz von Medienplattformen mit einem Tool zur automatisierten Korrektur verknüpfen, dass man die zwei Sachen parallel braucht, dass man auch einen Überblick hat, ob es verstanden worden ist. Wir haben klare Zeiten festgelegt, auch in der Klasse, wenn dass ich erreichbar bin und wenn eben auch nicht. Ich finde es wichtig, dass man das aber nicht einfach nur sagt, sondern auch thematisiert mit den Lernenden. Nicht, dass sie sich vor den Kopf gestoßen fühlen, sondern dass ihnen ein Bewusstsein, ein Verständnis auch aufkommt, dass eben auch eine Lehrperson nebendran noch Privatperson ist und auch irgendwo durch einen Bereich braucht, wo wirklich nur die dringendsten Notfälle angerufen wird und nicht, wenn man jetzt eine Aufgabe vielleicht noch nicht verstanden hat. Für das haben wir ja schlussendlich den Unterricht. Sind im Austausch mit den Lernenden und auch dort nochmal nach Möglichkeit Teil vom Hybrid- oder Fernunterricht mitgestalten. Ich glaube, unsere Lernenden haben ganz, ganz tolle Ideen, die sie einbringen können, wo es nicht einfach nur darum geht, gechillt daheim zu sitzen, sondern eben auch wirklich mit einem Sinn fürs Lernen das können mitgestalten. Und ich habe auch gemerkt, dass das bei uns wirklich zu einem Zusammenhalt geführt hat, in der Abschlusszeit, wie gesagt, die sind im letzten Schuljahr gewesen, im 2020. Und wir haben heute noch Kontakt und das ist wirklich eine Klasse, wo ich sehr lange noch werde in Kontakt bleiben, weil es einfach die Zeit hätte zusammengeschweißt und das wird es, glaube ich, nicht so einfach ein zweites Mal geben. Und der letzte Punkt ist der wichtigste, sind mutig, probiert etwas aus.
Ich finde gerade der Fernunterricht ist eine Chance, um mal etwas auszuprobieren. Und ich glaube, es kann niemand böse sein, wenn es jetzt mal technisch halt nicht funktioniert. Aber man hat es probiert und wenn es funktioniert, hat man etwas dazugelernt, wo man weit über den Fernunterricht aus kann brauchen. Also von dem her mutig sein, ausprobieren und untereinander vor allem auch Erfahrungen austauschen, so wie heute an diesem Event. Ich finde das sehr, sehr fruchtbar, was wir hier haben. Ich würde jetzt gerne eigentlich, ich schaue schnell auf die Uhr, wir haben noch 10 Minuten, Thomas, ist das richtig? Gut. Ich würde gerne das Classtime euch nachher noch schnell zeigen, aber ich würde gleich ganz, ganz einen kurzen Austausch gerne hier ermöglichen. Vielleicht gibt es noch Inputs von eurer Seite oder auch Ergänzungen oder Fragen. Dann noch eine Frage von Marius Bärli. Welcher Art von Antworten lohnt sich der Einsatz von automatischen Kontrolltools? Ich denke, bei den Learning Apps, meine Erfahrung dort dabei ist, dass, oder zum Beispiel auch bei Actionbound oder so, dass man zum Teil einfach wirklich eine präzise Antwort schreiben muss und verschreiben liegt nicht drin. Das ist sicher ein bisschen störend, aber es gibt auch Software, wirklich komplette. Wenn ich da, ich weiß, es ist jetzt Schleichwerbung und so, aber wir sind ja nicht SRF. Das ist zum Beispiel, gibt es die Lernwolke, das ist von Lehrern gecodet worden. Ist erhältlich, also kann man eine Schullizenz kaufen, wenn da drin liegt. Dort bietet natürlich gerade so eine Software, bietet die ganzen Übungen an und es wird dann auch kontrolliert. Also, und da muss man sich gar nicht kümmern, weil das ganze Management, das ganze Zuteilen, das ganze Controlling, alles darüber läuft. Also etwas Ähnliches, die kennen, ist zum Beispiel auch Divaster oder solches, wo einfach das ganze Management alles inkludiert ist. Merci vielmals, genau. Mit Classtime habe ich auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Es ist vieles noch auch im Aufbau seitens Lehrpersonen, vor allem Fragebibliotheken. Und dort geht auch die Frage ein bisschen hin, mit welchen Arten Antworten, Fragen hast, lohnt sich der Einsatz. Ich möchte das schnell zeigen. Ich werde etwas überspringen. Ich wollte zuerst euch eigentlich so ein Quiz lösen lassen. Das werde ich jetzt überspringen. Ich werde aber für die das interessiert, den Link dann trotzdem noch schnell einstellen. Dann könnt ihr das auch im Nachgang, wenn ihr wollt, mal machen. Ich habe einen Beispielquiz eröffnet für heute. Das ist jetzt das Lehrpersonen-Dashboard von so einem Quiz. Und den Link, wie gesagt, zu diesem Quiz, wenn ihr das wollt, einmal lösen, den tue ich euch gerade in den Chat rein kopieren. Man hat hier die Möglichkeit, man wird hier dann auch sehen, wenn Lernende sich einschalten, werde ich sehen, wie sie antworten. Ihr seht hier die verschiedenen Fragen. Ich kann hier eben auch verschiedene Szenarien machen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich tue nur einen Teil der Fragen freischalten, Anfangslektion, gehe mit ihnen eben dann durch. Ich sehe, ein paar sind hier schon jetzt aktiv geworden. Ich kann hier einen Teil freischalten. Die Aufgaben vielleicht vom spannendsten sind aus meiner Sicht. Gerade mal drei für die unterwegs sind. Und ich sehe auch laufend, wer hat welche Aufgabe richtig gelöst, wie haben sie sie gelöst. Ich kann auch hier jetzt beim Testlernenden gerade schauen. Der Baumstamm ja, hat richtig gefunden. Und kann so eigentlich neue Szenarien machen. Bis jetzt ist es so gewesen, dass wenn ich eine Lernkontrolle gemacht habe, dann habe ich die eigentlich zuerst korrigieren. Das heisst, entweder während der Lektion, dann bin ich absorbiert vom restlichen Unterricht, oder ich mache es auf die nächste Stunde. Und mit so einem Tool kann man eben auch zum Beispiel den Unterricht komplett umstellen, dass man sagt, am Anfang fange ich an mit einer Bestandesaufnahme. Ich schaue quasi, was haben Sie von der letzten Woche zum Beispiel noch präsent? Was haben Sie daheim gelernt bei den Hausaufgaben oder eben auch im Fernunterricht? Und kann dann anhand von den Resultaten eigentlich meinen Unterricht noch anpassen, also meine Lektion. Ich zeige euch, wie man hier vorgehen kann. Ganz, ganz kurz wirklich nur. Wir haben oben vier Rubriken, meine Fragen, Sessions, das sind eigentlich Lernkontrolle oder Quiz, könnte man es nennen. Klassen, ich kann ganze Klassen anlegen, wo Lernende sich dann einwählen können. Und Challenges, das ist so eine kleine
eine spielerische Form. Ich kann das vielleicht auch anhand von dieser Session, wo wir jetzt gerade dran sind, gerade zeigen. Die kann ich auch hier öffnen. Da kann ich verschiedene Formen wählen von Spielen und je nachdem, wie je stark die Leistungen sind, die richtige Antwort, wie viel kommen, tun alle Lernenden beitragen dazu, dass zum Beispiel hier der Freizeitpark gebaut wird. Es gibt auch Puzzle und so weiter, verschiedene Formen. Bei meinen Fragen kann ich so ein Set machen. Stell dich das ein bisschen vor wie ein Kartenset. Und auf jedem Kärtchen ist dann eine Frage. Ich kann euch das schnell zeigen. Ich habe hier das mit dem Baumstamm vielleicht gerade mal zum Zeigen. Da habe ich ein Bild eingefügt und habe nachher den Bereich markiert, der richtig ist. Ich kann auch mehrere Bereiche markieren. Und das System tut so erkennen, welcher Pixel ist aktiviert wurde und automatisch das richtig oder falsch korrigieren. Sehr spannend finde ich auch die Situation, wo man tut, Wörter aussuchen. Ich habe hier etwas mit der gemacht. Jetzt muss ich schon schauen. Ich habe einen Text genommen, das könnt ihr aus einem Arbeitsblatt zum Beispiel nehmen, eine Textpassage. Und dann könnt ihr einzelne Wörter ergänzen mit zusätzlichen Wörtern. Also ich habe hier die Herbstmesse genommen, habe dann mit diesen eckigen Klammern das markiert. Das wird auch schön hier erklärt. Und habe mit einem Stern quasi gesagt, welches die richtige Antwort ist. Hinter dran noch ein paar falsche und nachher kommt es raus, dass sie müssen anwählen. Jetzt mit Blick auf die Uhr, wir haben noch 4 Minuten, würde ich sagen, was hier wichtig ist, dass ihr euch überlegt, wie kann ich auch höhere Kompetenzstufen ansprechen. Und hier mein Tipp, tut bei den Fragen zum Beispiel auch Videomaterial einfügen. Das habe ich bei einer Frage hier gemacht mit der Katz. Ihr könnt YouTube-Videos einfügen, auch Sekunden genau. Und könnt dann quasi dazu Fragen stellen. Und das ist das, was ich die Erfahrung gemacht habe, die sehr toll auch funktioniert im Fernunterricht, wo mir auch relativ einfach einen Überblick gibt, wo die Lernenden stehen. Das ist jetzt wirklich so eine Mini-Einführung gewesen. Mein Tipp ist, man kann eine Gratis-Lizenz lösen mit den Grundfunktionen, man kann aber auch so eine Probe-Lizenz lösen für die erweiterten Funktionen. Schaut euch doch mal an, klickt rein. Ich denke, es wird der ein oder andere relativ schnell packen. Jetzt haben wir noch 3 Minuten und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt wirklich einfach noch hier mal abbrechen und zurückkommen zusammen. Vielleicht gibt es wirklich noch Fragen oder auch eigene Erfahrungen. Ich bin auch sehr dankbar für Erfahrungen von euch. Vielleicht auch Widersprüche zu dem, was ich gesagt habe oder auch kritische Stimmen. Ja, wem darf ich das Wort erteilen? Romana, du hast unmuted. Möchtest du etwas sagen? Nein, das war nicht absichtlich, danke. Alles klar. Bestens. Also, wenn sonst keine Fragen mehr sind, im Besprechungschat drin haben wir doch einige Hinweise noch bekommen. Der Sandro Lamarca, wo uns da begleitet, fachlich, hat jetzt da noch einen Link hier für eine Fragestunde, zum Beispiel zu Teams, wenn ihr da wollt. Und wie gesagt, auch der Link von Classtime ist drin, wunderbar. Und das Exemplar ist 2, 3 andere Sachen. Wirklich exemplarisch, weil da gibt es noch viel mehr Sachen. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle, wenn weiter keine Fragen sind, danke ich dir, Peter, ganz herzlich, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Es war sehr interessant gewesen, der Horizont erweitert. Ich habe einen Haufen gewusst von dem. Und doch hat es 2, 3 Perlen drin gehabt, und ich finde, es hat sich absolut gelohnt, dass ich jetzt noch dabei war. Und wünsche euch allen jetzt einen guten Rest. Vielleicht sehen wir uns nachher noch im Plenum und kommt gesund durch die nächste Welle oder Wand oder was auch immer jetzt auf uns wartet oder wir schon drin sind. Habt Sorge, vielen Dank und ciao miteinander. Herzlichen Dank auch allen von meiner Seite. Und sobald die Aufnahme beendet ist, werde ich auch noch ein paar Kontaktdaten in den Chat rein tun. Wie gesagt, ich würde es toll finden, wenn wir gewisse Gedanken weiterdenken und würde mich über einen oder anderen Kontakt freuen. Herzlichen Dank fürs Organisieren.